von 96 cm auf 88 cm, das war schon enorm viel. Hey zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte, heute rede ich mal über meine Body Transformation. Ja, Transformation. Seit Oktober 2020 hole ich regelmäßig, ich weiß noch ganz genau, ich habe damals 2 Reportagen bei RTL oder so gesehen. Da ging es um Frauen, die innerhalb von 30 Tagen 6 cm Umfang verloren haben. Und da dachte ich, wow. Ich dachte, okay, er probiert das einfach mal aus, hatte dann einen Reifen, der nicht so gut war, also der keine gute Qualität hatte, der war ziemlich wackelig. Ich dachte, ich mache das Ding und ich stand im Flur und der Reifen ist mir sofort runtergefallen. Ehrlich, ich konnte den nicht mal oben halten. Ich habe angefangen mit einem Taillenumfang von 70,5 cm und Hüftepo 96 cm. Nach 3 Monaten hatte ich dann fast 10 cm weniger. Wenn du davor keinen Sport gemacht hast und dann auf einmal regelmäßig trainierst, 3 Monate, ist das natürlich schon ein großer Erfolg, den du sehen kannst. Nach einem halben Jahr hatte ich dann einen Taillenumfang von 63,5 cm, Hüfte Po 88 cm. Das war auch noch mal, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals unter den 90 cm gekommen bin. In meiner Kindheit natürlich, aber von 96 cm auf 88 cm, das war schon enorm viel. Also für mich das beste Ergebnis. Nach 6 Monaten habe ich das auch an der Kleidung gesehen. Tatsächlich waren mir einige Hosen auf einmal zu groß und ja, musste dann eine Kleidergröße kleiner nehmen. Ich habe in der Zeit aber auch sehr viel trainiert, also fast täglich um die 45 Minuten, manchmal sogar eine Stunde. Mich haben in der Zeit viele angesprochen, sogar meine Nachbarn, dass ich eine schmalere Taille bekommen habe, dass ich abgenommen hätte und wie ich mich ernähre und ach, was ich nicht alles gefragt worden bin. Und ich meinte immer nur, ja, also keine Diät, nur Hula Hoop. Einige waren so beeindruckt, nur alleine durch Hula Hoop abnehmen zu können. Und für mich, nee, ich dachte eigentlich immer, ja, aber da geht noch mehr. Und dann kam die Zeit, wo ich weniger oder fast gar nicht mehr trainiert habe. Und da hatte ich dann auf einmal einen Taillenumfang von 68 cm. Also ich habe wieder zugenommen. Daraufhin habe ich wieder Vollgas gegeben. Ich trainiere zwar nicht mehr um die 45 Minuten, aber immerhin bin ich regelmäßig dabei und sehe heute wieder so aus. Also ich habe einen Taillenumfang von aktuell 64,5 cm. Also ich bin tatsächlich fast an den, na gut, 63,5 cm, es fehlt 1 cm. Ein regelmäßiges Training ist auch beim Hula Hoop wichtig, gerade dann, wenn man keine Diät machen will. Natürlich muss man auch hier auf die Ernährung achten, aber man muss nicht wirklich auf viel verzichten. Sobald der Reifen oben bleibt, kann man wunderbare Erfolge erzielen. Dann ist das easy going. Man kann sich nebenbei ablenken, man kann Fernsehen schauen, man muss nicht rausgehen, man muss nicht ins Fitnessstudio. Vielleicht ist Hula Hoop was für dich. Probier es mal aus. Und ja, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis bald. Tschüss.